Hallo. Guten Morgen. So, draußen haben wir 25 Grad. Ja, es ist wunderschön, die Sonne scheint und ich habe überhaupt keinen Bock, hier im Land zu sitzen. Sorry. Hallo. So, da bin ich schon wieder. Was heißt schon wieder? Viertelstunde vergangen. Oh, ich würde auch lieber draußen sitzen, echt. Es ist mir richtig schwer gefallen heute. Oh, echt. Naja, was soll's, ne? Wir können es nicht ändern. Dann habe ich vorhin hier gesessen. Ich wollte jetzt auf Start drücken, wollte dann jetzt mit dem Video anfangen und habe gedacht, oh, jetzt, ne? Der Mund ist so trocken. Machst du dir mal dein Video auf? Dann habe ich hier gesessen, ey, ungelogen, über 5 Minuten. Und hab. Warum? Ich hätte es schon an ihn schmeißen können. Es ging nicht auf. Da habe ich nur gedacht, ey, du verdurstest hier an einer vollen Flasche. Es darf doch wohl nicht wahr sein. Das hat mich heute Morgen schon wieder gecasht, wirklich. Also, wer lässt sich das einfallen? Ach, oh, es hat mich wirklich, ne? Aber ich habe es geschafft und ich reiße die Dinger ja immer ab, ne? Da ich immer die kleinen Flaschen nehme, haue ich mir die immer so weg. Und das stört dieses Teil beim Trinken. Ey, was soll denn das? Ich mache das immer ab. Ich bin ja nicht dumm. Ich mache es anschließend wieder drauf, wenn ich es in Müll schmeiße, beziehungsweise da in die Kiste für Pfandflaschen. Ja. Naja, gut. Okay, das war jetzt das Vorgeplänkel. Wie Anne das immer sagt, ne? Das Vorgeplänkel. Oh, so, dieses hier ist eine Dauerwerbesendung. Habe ich das vorhin schon gesagt? Ich glaube nicht. Ich bewerbe meinen Laden kreativ und Style und alles, was sich darin befindet. Ja, so, es wird auch nicht lang heute. Ich habe die Sachen mitgebracht, an denen ich echt groß gestrickt habe, wirklich. Hatte ich ja gestern schon erwähnt, dass das Wochenende bei mir nicht so prickelnd war und dass ich da auch kaum gestrickt habe. Und gestern hatte ich so viel zu tun. Ich hatte ja die Sonderfolge gemacht mit den Sonderangeboten. Und am Nachmittag ging das hier rund. Also ich, boah, bis zum Feierabend. Und dann habe ich zu Hause dann, ich hatte dann noch Besuch und. Es ist ja so, ne? Die Kunden, der Besuch, dann Telefonanruf. Ich war nachher ein bisschen durchher. Ich habe mich so auf die Couch gesetzt und habe gedacht, jetzt bleibst du hier sitzen und machst mal gar nichts. Du lässt dich einfach mal so. Und da habe ich echt, ich habe kein Fernsehen geguckt, gar nichts. Bis mein Mann dann, der hat gekocht. Und ich habe dann da so gesessen und habe gedacht, boah, ey, runterkommen. Mir schwirrte echt der Kopf. Ja, und da habe ich gar nicht mehr gestrickt. Dann haben wir uns unterhalten, dann haben wir gegessen, dann haben wir uns unterhalten, dann haben wir uns ein bisschen nach draußen, weil endlich mal das Wetter ist schön. Da habe ich gestern auch nicht gestrickt. Also ich bin echt im Hintertreffen. Aber egal. Was soll's, ne? Ich zeige euch das jetzt nach und nach. Und ich habe 2 Bücher von zu Hause mitgebracht, die ich euch nochmal vorstellen möchte. Weil beim Durchsuchen der anderen Bücher habe ich die wieder entdeckt und fand die also wirklich, dass ich da Lust hätte, was draus zu stricken. Yay! So, womit fangen wir denn an? Ach, und dann hatten wir haben, wenn du bei uns auf der Terrasse sitzt, haben wir, oder du kommst auf die Terrasse zur rechten Seite und wenn ich da sitze zur linken Seite, haben wir eine Zypresse stehen, eine ziemlich hohe. Ich möchte mir nicht so vorm Hintern gucken lassen auf der Terrasse. Deswegen haben wir die vor Jahren dahin gepflanzt. Das ist so ein schöner Sichtschutz und ist wirklich schön. Und dann denke ich immer die Tage schon, was bewegt sich denn da drin? Was macht denn? Und normalerweise nisten unsere Vögel immer ein bisschen weiter weg bei uns, so in den Büschen und in den Bäumen. Wir haben so einen kleinen Apfelbaum, so einen ganz kleinen nur. Der bleibt auch klein, da nisten sie auch drin und. Und dann haben die natürlich immer genistet in den Tannen und in den großen Zypressen und Bäumchen, die unser Nachbar da stehen hatte. Leider hat der neue Besitzer seinen
Garten radikal abgeholzt. Da ist nichts mehr. Und du siehst, bei uns ist ja viel Natur und viel Vögel und Eichhörnchen. Und die besuchten sich Igel und die Häschen und alles suchte sich einen neuen Platz. Also es ist wirklich traurig. Und jetzt wollte dann so ein Täubchen bei uns in der Zypresse nisten. Aber es war schon weit. Also wir haben dann nachher so mal geguckt und oh Donner. Also in der Zeit, wo es jetzt etwas kühler war und wir jetzt nicht so auf der Terrasse gesessen haben, hat das Vögelchen schon richtig ein kleines Nestchen hingekriegt. Jetzt hat es aufgegeben, weil sie gemerkt hat, Donner, da sitzen ja Menschen auf der Terrasse, wenn es jetzt so warm ist. Und dann traue ich mich doch nicht. Und ja, jetzt haben wir gesagt, wir fahren jetzt los. Also wir müssen zusehen, dass wir unsere Hecke, die wir pflanzen wollen, dass wir die jetzt so schnell wie möglich bekommen, dass wir wieder und meine Blumenwiese und das alles, dass das alles wieder schön gemacht wird. Weil von unserer Blumenwiese ist nicht viel übrig. Da sind nur die Keramikschälchen für Bienen und Hummelchen haben wir so Trank, so für Getränke, ne, für die Kleinen, die so zwischengestellt. Und das muss ich alles wieder neu machen. Einfach hingeworfen und dann blüht das wieder. Das ist überhaupt kein Thema. Ja, wie bin ich da jetzt drauf? Ich weiß es auch nicht. Ja, ach ja, dass das Täubchen jetzt doch nicht bei uns nistet. Egal, ne? Aber alle anderen sind da. Alle anderen sind da oder kommen mal so auf Stippvisite bei uns vorbei. Ja, so, dann würde ich mal sagen, wir fangen mal mit dem Pino an. Da bin ich ganz weit. Ich wollte ihn heute eigentlich anziehen. Aber hätte ich auch geschafft, wenn ich halt am Wochenende und auch gestern Zeit gehabt hätte, ihn zu beenden. Er ist nämlich fast zu Ende. Ich bin schon bei dem siebten Abschnitt und das ist ja der letzte. Und so rum. Ne? Ja. Okay, der ist jetzt auf der Nadel, ne? Der ist ja viel breiter, als dass ihr ihn jetzt sehen würdet, dass das so breit ist, weil ich den auf der Nadel kannst du ja nicht die ganzen, das geht nicht. Weiß ich nicht, wie mache ich? Ich habe zwar eine 120er Nadel hier, aber funktioniert nicht. Ist trotzdem, also deswegen ja, ist also viel breiter. Und ich bin jetzt noch bei der ersten Runde vom siebten Abschnitt und da wird ja noch mal zugenommen. Und das wird schon. Ja, soweit bin ich. Das macht jetzt noch ein bisschen mit mir, aber ich bin völlig davon überzeugt, dass ich es tragen kann am Wochenende, Pfingsten, wenn ich zu meinen Eltern fahre, vielleicht mit meinem weißen Kleid, was ich jetzt anhabe, mit dem Pulli darüber. Da passt das wirklich sehr, sehr schön. Es ist ja hier, was weiß ich, irgendwo. Ich kann sowas nicht anziehen, wenn das noch auf der Nadel ist. Das sieht nicht aus. Also lasst euch überraschen. Hier meine kleinen Katzen. Kätzchenköpfchen an den Ohren. Die habe ich einmal in klein und einmal in groß. Irgendeiner von hat sie mir mit. Oh, ich muss mir. Das ist auch so eine Sache. Bei manchen weiß ich es und bei manchen weiß ich es nicht mehr, von wem ich es bekommen habe. Aber, Liebe, wenn du zuguckst, ich finde das so schön und ich habe mich so gefreut. Die sind so toll, wirklich, die sind richtig toll, die gefallen mir so gut, echt. Vor allen Dingen, weil die so schön, also ich mag sowas, ne? Ohne dieses hier, na, Karabinerhaken oder so. So, ich finde diese hier viel besser. Oder diese, die man so aufmachen kann. Die habe ich ja auch aus Kunststoff. Ja, okay, zur Not und ja. Aber ich habe mich so an solche Sachen einfach gewöhnt. Die sind einfach schöner. Ja. Ne? Dies oder hier das Herz, ne? Was ich dann habe als Rundenmarkierer. Ja. Ja, mein Pino. Und das hat richtig Spaß gemacht. Aber das ist ja jetzt das dritte Mal. Das heißt, einen habe ich fertig. Den muss ich mal gucken, wer den bekommt.
Schaue ich mal, meine Tochter, meine Schwiegertochter, irgendjemand. Ja, den zweiten habe ich ja angefangen und dann habe ich ja zur Hälfte aufgemacht wieder und das ist also eigentlich fertig, habe ich dann zwei. Ja, und dann ist auch gut, ne? Wie viel soll ich denn davon tragen? Nein, also dann gibt es wieder andere Dinge. Ich habe mir jetzt von ihr die Duckmittens im Wohnzimmer, die Anleitung hingelegt, weil ich so viele Reste habe. Was heißt Reste, weißt du? Von Merino-Garne und Alpaka-Garne. Oh, da ist nur noch ein Knäuel von einer Farbe. Ach komm, nimm mit nach Hause. Was kannst du irgendwas draus machen? Und dafür da haben sich jetzt mit Sicherheit 20 Knäuel angehäuft. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, da könntest du dann ja solche, so über den Sommer hinweg, dann hast du zum Winter vieles zum Verschenken und Weihnachten kommt wieder. Und ich weiß, die Familie, die nimmt das dann auch immer ganz dankend, ne? Die Mädels dann mit Handtulpen und vielleicht mache ich auch Mützen drauf. Mal gucken. Ja, das hatte ich mir jetzt so vorgenommen. Ja. Ja, dann habe ich natürlich, wollte ich auch so weit sein. Ich wollte ihn eigentlich anziehen, wenn wir jetzt am Samstag nach Duisburg fahren. Aber was soll ich euch sagen? Wie gesagt, es ist wieder das Gleiche. Man muss wieder erzählen, ich habe keine Zeit. Habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit, ich muss weg. Meinen schönen Liebling. Was hat sie gesagt? Ich habe das S vergessen. Roses, ja. Ja, so. Ich nenne das so, wie ich möchte. So, da haben wir unseren Knitting for Breakfast. Ja, Wild Roses. Guck. Ich wollte schon viel weiter sein. Ich wollte eigentlich jetzt fertig sein mit dem Körper. Also ich hätte das auch geschafft. Also ich muss noch so ein Stück, bis ich den Körper. Dann kommt ja noch einmal dieses Muster. Hier, da dieses Muster noch einmal. Dann kommt noch einmal was, noch ein paar glatte rein und dann kommt das nochmal und dann ist dann der Abschluss. Die Ärmelchen noch dran und dann hatte ich mir gedacht, oh, der ist schön, das kriegst du hin, den kannst du, wenn es nicht ganz so warm ist, kannst du den bei Kiel geholt tragen. Ja, ne, ich denke mir das dann immer so, nein, kann ich nicht, weil bis dahin werde ich mit Sicherheit nicht fertig werden jetzt. Da fehlt mir dann ein ganzes Wochenende dazwischen. Ach, ja, naja, dann wird es wohl ein Kleidchen werden. Aber ich mag ihn jetzt schon. Also das Baumwoll-Leinengarn, das ist wirklich, es ist ja das Schulana-Garn. Boah, Juliana. Nee, Liliana heißt das. Liliana. Ich bekomme es nicht mehr, weil es aus dem Programm ist. Aber ihr könnt ja mal gucken, ob er vielleicht im Netz noch findet, weil es wirklich ein schönes Garn ist. Echt schade, dass das rausgenommen ist. Wirklich toll. Hat eine lange Lauflänge, man kommt weit hin und es lässt sich toll stricken. Weil bei Leinengarn bin ich ja immer so ein bisschen, ne, weil das ja manchmal sehr störrisch ist. Aber dieses hier ist wirklich schön. Es macht mir Spaß, das zu stricken. Es ist wirklich toll. Ja, mein Wild Roses. Ich habe mir jetzt einige angeguckt, wieder mal. Ich bin also bei der Elena Morrison und bei dem Knitting for Breakfast bin ich ständig auf den Seiten und bin immer drauf und dran. Also die Wunschliste, die ist schon, wer weiß wie lang. Echt, ich muss mal zugreifen, glaube ich. Ich meine, es frisst ja kein Brot, ne? Aber ich lasse mich jetzt erstmal mal gucken, wer ob da auch jemand ist mit Anleitungen und so. Ich fahre ja das erste Mal nach Kiel geholt. Ich freue mich. Ja, freue mich schon drauf. Und Kassel
habe ich gestern dann mal nachgeguckt, nachdem ich ja gesagt habe, oh, ich glaube, ich kann gar nicht. Das ist tatsächlich das Wochenende der eisernen Hochzeit meiner Eltern. Aber meine Eltern feiern am Samstag, den 6. Und oder ist es, ich weiß es nicht, also auf jeden Fall den Samstag. Und ich werde dann einfach Sonntag fahren, fahre ich mal auf den Sonntag. Ja, ne? Dann ist vielleicht auch nicht mehr so viel. Ach doch, sonntags haben die meisten Leute Ruhe und Muße, dahin zu fahren. Deswegen fahre ich immer gerne samstags, ne? Naja, aber was willst du machen? Aber auch da möchte ich dieses Jahr unbedingt gerne hin. Ja. Machen wir. Gut, so, das waren schon mal zwei Dinge, die ich euch zeigen konnte. Jetzt hatte mich dann jemand gebeten, warte mal, ist das in diesem hier? Jawohl. So, per E-Mail hatte mich die Dame gebeten, ich sollte doch noch mal über die Babydecke sprechen. Also, auch die Babydecke ist ein wenig gewachsen, aber das ist ja jetzt nichts, was jetzt unbedingt Priorität haben muss. Da können wir uns ja noch ein paar Monate Zeit lassen. Und sie wollte jetzt gerne wissen, wie ich das, also ich habe da jetzt keine Anleitung für oder so, sondern einfach so frei Schnauze habe ich 250 Maschen aufgenommen mit einer dreieinhalber Nadel. Das Garn hat eine Lauflänge von 167 Metern. Ist also 100% Alpaka. Wie gesagt, 250 Maschen. Und dann habe ich zwei rechts, zwei links. Gleich zu Anfang schon ohne Randmasche. Ich habe gleich die ersten beiden rechts gestrickt, dann die nächsten beiden links, rechts, links, rechts, links. Mehr ist das nicht. Und ich werde es messen. Ich habe mir gedacht, wenn ich so bei 90 bin, vielleicht mache ich es auch einen Meter, mal gucken. Dann höre ich auf, dann kette ich ab. Ja. Und dann habe ich erst gedacht, ich mache noch eine Umrandung drum, aber nö. Also, das ist ja eine schlicht und ergreifende Babydecke für einen kleinen Jungen. Und da muss auch nichts Geschnörkeltes oder Gedödeltes dran. Also, ich finde, das Garn alleine macht das schon wett. Also, ne? Ja. Also das ist eigentlich, was ich habe die Uniken dafür genommen, obwohl ich muss sagen, also es gefällt mir ja sehr gut. Es gibt ja immer wieder neue Nadeln. Es gibt diese Nadeln, es gibt diese Nadeln, diese Hersteller, die Hersteller. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich stricke am liebsten, mit Nadeln, die eine schöne Spitze vorne haben. Und ich muss sagen, also, ja, von Haya Haya brauchen wir ja gar nicht sprechen. Also die sind perfekt. Aber es gibt von Adi auch die Lace. Und das, die Novelle zum Beispiel in Lace und auch in Glatt. Also da steht dann wirklich Lace drauf. Die gefallen mir mit am besten. Chagou natürlich auch. Aber ich muss sagen, dann hatten sie sich ja einfallen lassen, die Uniken mit dem rosa Seil. Aber mir persönlich, also ich stricke diesen Pullover, sei schon, diese Decke da jetzt raus, bin ich auch fein mit. Aber ich mag dann nichts Filigranes oder so ein Pullover oder, guckt euch mal, die Spitze ist mir nicht spitz genug, die ist so abgerundet. Weil, wisst ihr, kennt ihr die früher noch, die Zink von Knitpro? Ich glaube, das war nicht Pro mit Zink, ne? Die waren auch so. Das gefällt mir einfach nicht. Ich glaube, das ist eine Gewöhnungssache. Ich habe mich einfach an diese spitzen Dinger gewöhnt. Ja. Und wenn man da einmal so, das flutscht dann nur so durch. Ich brauche nicht aufpassen, gar nichts. Das geht so da durch. Obwohl manch anderer sagt, mit den Spitzen. Dann fasse ich immer zwischen zwei Fäden oder so, also auch bei diesen hier, dass sie dann dazwischen gehen und ich sage mir, das ist mir jetzt noch nicht passiert, aber kann ich auch wieder verstehen. Aber ich glaube, das ist auch
So eine Lieblingssache, so eine Gefühlssache. Jeder hat so seine eigenen Vorlieben, was Nadeln angeht. Ne? Was ich mir noch holen werde, das ist, holen werde oder schenken lassen werde, das ist ein Adi-Klick-System. Also die ganzen anderen Sachen mit diesen Schraubereien, also meine ganzen Heia-Heia habe ich jetzt fest befestigt. Also mein Mann hat sie alle festgemacht, also richtig schön. Und wenn ich damit stricke, dann kann ich da wirklich einen ganzen Pullover mit stricken, ohne dass was passiert. Und bevor ich sie weglege oder wegpacke, sage ich ihm, mach mal noch mal wieder richtig. Ja, und dann geht das. Aber eigentlich ist es nervig. Und man hat mir gesagt, ob es stimmt, weiß ich nicht. Deswegen will ich jetzt mal ausprobieren, dass das Adi-Klick besser wäre, weil man das einfach, da braucht man keinen zum Drehen und kein Ding, sondern du schiebst es wohl einfach rein, bis es Klick macht und drehst dann einmal, bis es Klick macht oder so. Und dann sitzen die Dinger fest. Tja, lasse ich mich mal überraschen, ob das wirklich so ist. Also ich werde mir da, entweder kaufe ich es mir selber, lasse es mir zu Weihnachten schenken, mal gucken. So ein kleines Set für meine Lace-Sachen habe ich mir so gedacht. Ne? Ja, das wollte ich auch mal deswegen, da hatte ich auch schon mal, letztes Mal wollte ich da eigentlich schon drüber sprechen, über die Nadeln. Schön finde ich die auch, die Juniken, muss ich wirklich sagen. Aber es ist halt die Spitze, die mich so ein bisschen nervt. Ja. Gut, so. Was habe ich denn noch? Was habe ich hier? Ach ja. Da habe ich auch ein bisschen. Und ich habe jetzt mir, weil das Mädel möchte eine Bumerang. Gut, alles klar. Machen wir eine Bumerang-Ferse. Also wir fangen jetzt quasi mit der Ferse an. Sie wollte ja auch nicht so einen hohen Schaft. Ich fange also jetzt mit der Ferse an. Ich bin jetzt mit dem Schaft fertig und werde jetzt die Ferse beginnen. Natürlich, weil ich ja immer die Standard-Käppchen-Ferse gestrickt habe, muss ich mich da erst wieder reinfuchsen. Und dann habe ich mir das ausgedruckt, damit ich es nicht wieder vergesse. Dann denke ich immer, warte mal, wie war das nochmal? Und dann habe ich ja, denn ich glaube, ich habe erst ein oder zweimal in meinem Leben eine Bumerang-Ferse gestrickt. Und gleich wurde gesagt, nee, will ich nicht. Ja. Ne? Dann habe ich das wieder aufgegeben. Aber jeder seine eigene Vorliebe werde ich jetzt fürs Schwiegertochter eine Bumerang-Ferse stricken. In den schönen Socken. Ja. Gut, also das wollte ich euch auch mitteilen, dass ich das, die anderen, die schwarzen habe ich zu Hause. Da bin ich auch noch nicht mit fertig. Ja, und dann habe ich ein bisschen weitergemacht, so vorm Fernseher. Wir waren fertig mit der Serie. Was haben wir denn geguckt? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Und dann haben wir, was machen wir denn? Und dann habe ich mich geärgert. Also ich gucke ja am allerliebsten Streamingdienst Netflix. Netflix ist mein absoluter. Netflix, dann Amazon. Aber auch nur bestimmte Sachen. Netflix ist eigentlich das Haupt und RTL Plus haben wir ja sowieso mit drin. So, jetzt hatten wir jahrelang Magenta TV. Ja, und da war das alles drin. Ja, wir haben dafür so und so viel bezahlt und da war alles drin. Also da war Disney mit drin, da war Netflix mit drin, alles. So, jetzt haben wir Glasfaser, ne? Also neuen Vertrag, neu alles gemacht. Wir hat natürlich immer als Selbstverständlichkeit erachtet, dass wir das ja haben. So, war aber in dem Paket nicht mehr mit drin. Ich mache den Fernseher an. Netflix. Bitte überprüfen Sie Ihre Konto. Und ich sage, hä? Wieso? Es geht doch alles automatisch. Was wollt ihr von mir? Und mein Mann, hä, das kann doch gar nicht sein. Bis wir dann dahinter gekommen sind. Ach, das ist gar nicht mehr da drin in diesem Paket, was wir da jetzt haben.
Naja, dann sagt mein Mann, naja, okay, also dann müssen wir das jetzt umändern. Dann hat er den E-Mail geschickt und hat dann das und das und mit Kontonummer, das, wo sie abbuchen sollen und und. Ja, haben sie dann zurückgeschrieben, dauert 5 Tage. Ja, kein Problem. Ne? Meine 5 Tage, ich kann auch 10 Tage verzichten, also so ist das ja nicht. Aber nach 5 Tagen irgendwann kriegt mein Mann eine E-Mail, wo drin steht, tja, aufgelöst, also wie nennt sich das? Ist das ein Konto, was man da hat? Keine Ahnung. Auf jeden Fall aufgelöst. Hä? Warum? Wieder da. Also da weiß echt der eine nicht, was der andere. Und dann haben die dann geschrieben, ja, sie haben ja das letzte Mal 2021 bezahlt. Ja, hatte mein Mann gesagt, denn dann sind wir in Magenta gegangen und da war das ja drin. Also brauchten wir ja dieses nicht mehr. Ja, das haben sie auch ein. Ja, logisch. Ne? Okay, alles gut. Ja, das dauert. Ach, das sagt mein Mann, ey, das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, dann hat er das alles wieder neu ausgefüllt und gemacht und getan, neue Kontonummer, weil damals war vor 4 Jahren war auch eine andere Kontonummer und dies und jenes und ach und bla. Keine Ahnung. Auf jeden Fall alles ausgefüllt, alles gemacht, denken, naja, jetzt muss es ja wieder funktionieren. Nein! Da ist ihm der Kragen geplatzt, da ist er Sonntag. Das ist ja jetzt schon ja, über eine Woche, fast 14 Tage. Da ist er Sonntag an eine Tankstelle gefahren und hat sich einen Netflix-Gut, hier diesen Code geholt und gesagt, so, und jetzt ist Schluss. Und dann alles, das machen wir nur noch. Bis die da klarkommen und dann, weil ist ja eigentlich viel zu teuer. Ne? Ich sage ja, okay, dann können wir wenigstens einen Monat gucken. Bis dahin werden sie das ja wohl geschafft haben. Aber dann denke ich immer, ey Leute, warum? Warum ist das so? Verstehe ich nicht. Warum kann man das nicht alles so bearbeiten? Warum kann man das nicht? Oder warum sagt uns das keiner? Also das hat mich auch ein bisschen. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt nicht, wie ich darauf gekommen bin. Wir haben Serien geguckt und da habe ich das beigestrickt hier. Mein weiß nicht mehr, was wir geguckt. Ach hier, diese Bayern-Krimis. Hier Leberkäs, Knödel oder wie das heißt oder Schafskopf al dente. Ich glaube, da gibt es 8 Filme oder so. Und die haben wir so nach und nach weggeguckt, jeden Abend mal ein. Ja, und dann hatten wir nichts mehr. Und dann habe ich gesagt, ja, das gucken wir noch mal. Ach, können wir ja noch mal Supernatural gucken. Haben wir ja schon seit Jahren nicht mehr. 14 Staffeln kannst du hin und wieder mal reingucken, wenn nichts anderes kommt. Ja, das war noch zu früh. Das hat mich jetzt. Da kannte ich noch alles. Das war nicht wieder, ach, wie neu. Wie wenn du jetzt zig von Jahren nicht geguckt hast, dann ist das ja wie neu, ne? Aber das war noch zu früh. Jetzt gucken wir die Nanny. Kann ich wenigstens lachen. Ich finde den Butler so. Ich finde den Butler ist der absolute Kracher, echt. So, ja, es ist auch ein wenig gewachsen, das gute Stück. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, mache ich eine Umrandung oder nicht. Oder spanne ich das nachher alles und lasse es so. Ich weiß es noch nicht. Wenn du das ziehst und spannst, ist das schön. Das ist nur, wenn du es jetzt so hast, dann ist es wellig, ne? Hast du das nachher gebadet und gespannt? Dann sieht das doch ganz gut aus. Ja, das überlege ich mir noch. Ich beende es erstmal. Ja, das ist auch sowas für die Terrasse, ne? Ja, na. Ja, das waren auch noch 2 Sachen, wo ich wirklich noch dran am Rödeln war diese Woche. Also ich habe wirklich nur das mitgebracht, wieder, wo ich wirklich was dran gestrickt habe. Hat ja sonst keinen Sinn, ne? So, ich würde mal sagen, wir gucken uns mal ein Buch an. Ich bin ja jetzt so auf Rundpassen-Pullis. Also Rundpassen-Pullis sind, ich habe noch 2 Sachen hier liegen gestrickt, die ich wirklich gerne stricke wegen den schönen Mustern, die man da reinmachen kann. Und ich habe hier eins, es ist aus dem Weltbild Verlag und zwar Best of Rebecca.
ausführliche Anleitung mit Gelinggarantie. Pullover mit Rundpassen stricken, beliebte Modelle mit Passen, Raglan und RVO. Ja, dann habe ich mir das mal bestellt. Ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal vorgestellt habe. Kann sein. Rundherum glücklich stricken, Rundpassen. Ja, das stimmt. Es macht wirklich Spaß. So, und zwar als erstes Tradition modern. Ein zeitloser Norweger Pulli mit Jagdfahrtmuster im Rundpasse, ne? Das ist auch schon schön. Das ist auch schon schön. Hier ist er nochmal. Also das Buch sieht so aus. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das jetzt... Weil mich stört das... Ich muss das immer erst zeigen. So sieht das aus. Weil mich stört das bei anderen, wenn die das nicht zeigen. Vorweg. Dann weiß ich doch schon, das Buch kenne ich oder nicht. Also das hat mich hin und wieder mal... Ah, die meisten zeigen. So. Dann haben wir Vereil vom Feinsten. Das stimmt auch. Guck mal. Ich meine, okay, die Farben wären jetzt bei mir ein bisschen anders. Das Grün könnte ich mir gut vorstellen. Aber jetzt stellt euch das Grün vor mit einem tollen Himbeer-Erdbeerton. Was will Glasfaser denn hier? Jetzt kommt, jetzt wollen sie mir das verkaufen noch, oder was? Sollen sich wegmachen. So, da haben wir ihn nochmal. Man kann wirklich tolle Sachen machen. Nordische Blüten. Also ich finde hier jeden schön bis jetzt. Also jeden Pulli. Wirklich. Guck mal. Ah, er macht Fotos. Er macht Fotos vom Bürgersteig. Warum? Man sieht doch nichts. Witzig. Witzig finde ich das. Warum macht ich vom Bürgerstein? Ja. Feuerrot und tiefschwarz. Das erinnert mich so ein bisschen an Juttas Decke. Ne? Oder? Die sieht doch aus wie Juttas Decke oben. Die muss ich Jutta zeigen Donnerstag. Dann werde ich sagen, ich sage, guck mal, Issa, du hast das abgekommen. Ja, ernsthaft. Da kann sie sich noch einen Pullover stricken. Passend zur Decke, das finde ich richtig gut. Guck mal hier, hier ist er nochmal. Ist doch, ne? Also jetzt nicht 1:1, ist klar, aber hier, guck mal, er hat doch eine Ähnlichkeit. Ja, das soll sie mal machen. Mustermaschen kommen jetzt. Rechts, links, Relief. Stehen sie schon zu zweit hier und parat schlagen. Das finde ich immer so... Oh. Was ist denn an so einem Bürgersteig jetzt? Da ist nichts, da liegen nur Platten. Schön auf Zack. Ja. Da ist mir das Garn ein bisschen zu dick. Würde ich vielleicht umrechnen auf ein bisschen dünneres. Also spektakuläre Zöpfe. Das mache ich auch leiden. Ich bin ja nicht so ein Zopfmädchen, weil ich bin ja schon dick und wenn ich dann zöpfe, dann bin ich noch dicker. Und aber das hier oben in der Passe, das gefällt mir. Ah, weiß noch nicht. Also ich finde schon, hier sind ein paar richtig tolle Bücher. Leute, Anleitungen drin. Guck mal, da sind sogar 3 Fotos von und ich finde alle schön, einfach schön, dekorativ verschlungen. Diese Zöpfe finde ich jetzt nicht so. Kannst du das überhaupt sehen? Weil das ist ja wieder hell auf hell. Da, so kann man es besser sehen. Diese Zöpfe gefallen mir jetzt nicht so gut wie die anderen. Also in rosa, gefiel mir besser. So, raffiniert, konsumiert. Okay. Das wäre jetzt ein Pullover, den ich mir nicht stricken würde, wegen der vielen Zöpfe. Weil das fängt ja schon oben in der Passe an und geht am Körper weiter.
Das ist mir zu viel. Aber Wurst, ne? Streifen und Ringel finde ich auch gut. Das ist eine Raglan-Passe. Hier. Die Anleitung dafür, also Rückenteil, Vorderteil, Ärmel, Raglanpasse, das sind jetzt zwei kleine halbe Seiten, mehr ist die Anleitung nicht. Also daran kannst du schon sehen, wie interessant und wie einfach das ist. Sanfte Harmonie, das ist auch eine Raglan. Ringel aus dem Knäuel, also im Farbverlauf. Das ist eine Rundpassenpulli aus Mohair-Seide. Ist auch schön, oder? Den könnte ich mir auch noch gut vorstellen für mich. Cooles Understatement. Ja, so ein bisschen maritim, ne? So Nordsee-Ostsee-Feeling. Flausch kommt jetzt. Patente Maschen. Ja, Flausch in Patent. Patent ist auch nichts, was ich jetzt für einen Pullover bei mir finde. Das auch trägt auch ein bisschen auf. Also ich hier mit meinem. Ne? Da ist auch noch mal. Also so ein junges, schlankes. Feminin, romantisch. Okay, also die Rundpasse finde ich sehr schön. Den Pulli, ich würde absolut die Noppen weglassen. Die gäbe es bei mir nicht. Ach, die hassen Noppen. Und dann noch mit Mohair stricken diese. Oder sind das Biesen? Es können auch Biesen. Da würde ich trotzdem. Nee, Noppen. Rundpasse mit zweierlei Noppenmuster. Nee. Nee. Der Rundpassenpulli ist schön. Dieses hier ist auch toll. Ich würde das hier glatt machen. Dieses Muster hier wieder glatt. Oder ein anderes Muster. Aber keine Noppen. Das ist bei mir. Und guck mal, und das finde ich wieder richtig schön. Üppige Blütenranken. Das mag ich auch. Ja. Ich muss aufpassen, dass ich es hier nicht kaputt reiße. Da ist nochmal. Das mag ich. Das finde ich richtig schön. Das ist meins. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir noch mal ein Bild davon. Also das finde ich richtig, richtig nett. Von Cyclam bis Purpurrot haben wir hier ein. Das ist ja letzten Winter war das ja der absolute Renner. Diese Orange bis Magenta kann man sagen, Pink, Magenta. Und so, das war der absolute Renner. Mal gucken, ob das dies Jahr wieder ist. Also wir haben hier 128 Seiten und ich habe dafür bezahlt, weiß ich nicht. Steht nicht drauf. Ich habe es im Weltbild Verlag bestellt. Das kann nicht, ich glaube, so um die 20 Euro, meine ich, hätte ich bezahlt. Weil ich ja so auf Rundpassen jetzt so abfahre, habe ich mir das mal bestellt. Ich weiß nicht, ob ich euch das, als ich es bekommen habe, schon vorgestellt habe. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Und wenn dann doppelt gemoppelt hält, eh besser. Denn das Buch, was wir gleich noch gucken, das hat mit Tücherstricken zu tun. Da fand ich auch so ein paar Sachen, die man sich schon mal für den Herbst raussuchen kann. Ja, so, dann kommt hier mein Gartenpulli. Ich finde, der sieht aus, als wenn man so schön im Garten mit den Blüten und das alles. Ich sag Gartenpulli dazu. Habe ich auch. Ja, durch die schweren Nadeln zieht sich das so ein bisschen nach unten. Aber daran kann man schon mal sehen, dass ich schon ordentlich gestrickt habe. Hier. Na.
Wo bist du? Da. Hier, so ein Stück habe ich schon. Also von letztes Mal war ich hier, da habe ich auch derbe. Ne? Da braucht man nicht nachdenken. Er hat schon die Größe. Ich mache den Körper jetzt einfach. Und da brauche ich nicht drüber nachdenken. Das geht dann so vom Fernseher weg, wenn ich nicht zu so müde bin, um das zu machen. Ne? Ja, das ist. Wenn Spätschichtwoche ist, dann ist sowieso, dann gehe ich eh nicht vor 12 ins Bett. Aber wenn dann so Frühschichtwoche ist und ich dann um 10 Uhr in die Federn gehe, dann lese ich meistens. Dann stricke ich nicht mehr. Dann werde ich in der Woche auch nicht weit kommen. Ich mag ihn leiden. Ich finde ihn schön, wenn andere auch sagen, nicht so bunt. Nee, ist ja meins, mein Geschmack. Ich finde den schön. Ja. Also, da habe ich auch dran gewerkelt. Und hier habe ich noch drin, guck mal, das hatte ich mir ja in Leipzig gekauft. Könnt ihr euch erinnern? Das ist das Borgo di Pazzi Hemd 100. Das hatte ich mir gekauft. Ach, guck mal hier, ist schon wieder verrüttelt. Das habe ich schon gewickelt. Beige und da wollte ich mir ein Hemdchen draus machen. Glaubt ihr denn, ich hätte schon die passende Anleitung gefunden? Nee, habe ich noch nicht. Ich glaube, ich muss mir wieder was selber ausdenken irgendwie. Irgendwie habe ich da noch nicht das Richtige gefunden. Tja, so ist das, ne? Ja, also. Aber ich habe es hier schon mal, weil ich das schon das eine schon gewickelt hatte, habe ich das hier mit in den Beutel gepackt, damit es nicht verloren geht. Ja, was habe ich dann so? Hin und wieder habe ich mir dann sogar noch mein Otterndorfer Hafentuch. Und was ist das? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, warum das so ist bei mir, aber bei dem Tuch. Ich stricke nicht zum Ende, das kann doch nicht wahr sein. Tja, dabei habe ich euch doch schon alles erzählt. Ich kann auch noch gar nichts mehr erzählen, bis ich fertig bin mit Stricken hier. Ach ja, Was soll ich sagen? Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich Samstag in Duisburg bin, auf die Webetante. Ich werde erstmal viele schöne neue Farben mitnehmen. Auf jeden. Echt, da freue ich mich schon drauf. Weil jetzt ist Sommerzeit, man hat ein bisschen mehr Zeit, um zu färben. Ja, wird auch Zeit, weil nachdem gestern die Sendung zu Ende war, ich glaube, ich habe jetzt hier noch eins, zwei, drei Sets und ich glaube vier. Strang oder drei oder vier, keine Ahnung. Alles andere ist weg und zwei Bücher, drei Bücher habe ich noch. Alles andere ist weg. Das ging sehr schnell. Das heißt, ich muss gleich gucken. Ich habe gesehen, dass ich noch Mails bekommen habe. Heute Nacht, glaube ich, und heute Morgen. Die muss ich gleich noch bearbeiten. Dann kann sein, dass da eh nichts mehr von da ist. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe die jetzt erstmal so stehen gelassen, damit ich gleich, wenn ich hiermit fertig bin, die bearbeiten kann. Jo. Und dann haben wir es, ne? Dann ist die Wand auf der anderen Seite, wo die Sockenwolle normalerweise hängt, absolut leer. Sieht auch komisch aus. Ergo bleibt mir gar nichts anderes übrig als zu färben. Denke mal, Freitag und Samstag werde ich das tun. Ja, gestern hatte ich keine Zeit, habe ich Video, heute habe ich Video und ja, dann werde ich das wohl Freitag, morgen, Donnerstag haben wir Geburtstag und Feier hier, eine unserer Strickfrauen und da habe ich dann auch keine Zeit. Weil da brauche ich dann schon den ganzen Tag, ne? Ja, und dann werde ich das
werde ich da mal loslegen. Ja, und dann die Woche drauf, wenn ich dann die neuen Farben mitgebracht habe. Ich freue mich schon richtig. Was ist das denn jetzt hier? Jetzt muss ich aufhören. Es nutzt nichts. Ich muss aufhören, weil ich brauche eine Schere. Ja, es geht nicht anders. Ich muss es euch einmal so zeigen. Ist das denn richtig rum? Nein, so rum wieder. Weil ich schneide diese komischen Dinger hier ab. Ich mag das nicht. Und das kann ich jetzt nicht, weil ich keine Schere habe hier. Da müsst ihr euch damit zufrieden geben, dass ich euch das so zeige. Ja, also soweit bin ich. Das ist auch schon ziemlich, ne? Hier habe ich auch einiges weitergemacht. Jetzt bin ich hier wieder beim. Und jetzt geht es so langsam mit Grau-Grün weiter. Das Weiß ist aufgebraucht. Ja, an dieser Stelle jedenfalls. Ja. Das ist das Otterndorfer. Und ich habe mir gedacht, ich werde immer einen, weil ich habe ja so viele Leuchtis zu Hause, ich werde einen nach dem anderen, wenn der fertig ist, kommt der nächste Leuchti. Und die werde ich immer so zwischendurch mitstricken, weil ich die einfach schön finde. Passt immer zu allem. Ich mag. Ich habe sowieso mich mal so umgeguckt hier oder so, da brauche ich noch ein paar neue Sachen hier vor das Schaufenster. Es geht so nicht, ne? Da müssen wir uns mal ein bisschen sputen jetzt. So, und zum guter Schluss, ja, habe ich noch ein Buch aus dem EMF Verlag, Tücher in runden Stricken. Das hatte ich mir auch mal gekauft, weil drauf stand genial und einfach. Und was genial und einfach ist, das kann ja nur gut sein, habe ich gedacht. Ja, ich habe noch nichts draus gestrickt. Ja, es ist von Andrea Brauneis und ich glaube, ich habe es mir auch im Weltbild bestellt, meine ich, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist schon etwas älter. Es kann sein, dass ihr die Bücher sowieso alle kennt, aber ich denke mir mal, wenn noch nicht. Und ich fand also wirklich diese Tücher, die hier drin stehen, richtig schick und wollte euch das nochmal ins Gedächtnis rufen. Vielleicht möchte sich der ein oder andere noch ein Tücherbuch anschaffen. So, hier haben wir das Vorwort und guckt euch mal dieses Tuch an. Das ist schon schick. Das ist schon gleich schick. So, bevor es losgeht, ja, dann kommen die Materialien, das Stiken und wie du es machst. Weil genial und einfach. Und dann habe ich gedacht, wie? Und dann sollst du das aufschneiden? Ne, das machst du nicht. Und dann habe ich es ins Regal gestellt und dann war es das. Aber ich muss das auch mal machen. Es geht nicht anders. Ich muss doch auch mal. So, jetzt wollen wir mal bei den Projekten. So, das erste Projekt ist Fleur. Ein Vereiltuch mit zarten Lace-Streifen. Also zum Angucken schön, wirklich. Ja, guck mal. Ist das? Ich muss es einfach mal ausprobieren. Ich glaube, ich mache mal so ein ganz kleines Dingen vielleicht so ein, und dann schneide ich es einfach mal auf, mal gucken, wie das ist. Wie das ist, wenn man sowas macht, weil das ist ja auch eine immense Arbeit. Und wenn es dann nachher in die Hose geht, oh Gott, echt. Hier ist Maya. Nee, Maia, nicht Maya. Maia. Zweifarbiges Brioche-Tuch. So ein bisschen flügelig sieht das aus. Guck hier. Also was ich wieder richtig gut finde an dem Buch, sind wieder Reihe für Reihe, wirklich Reihe für Reihe beschrieben. Und es ist auch, die Strickschrift ist auch mit dabei, also es ist richtig schön. Zweifarbiges Tola im Japanese-Stil und mit einfachen Rechts-Links-Mustern und einfachen Rechts-, ach so, ich wollte gerade sagen, das ist doch kein Rechts-Links-Muster, doch. Ist damit bei. So, hier haben wir es. Ach, schön, ehrlich. Boah. Ich meine, es wären jetzt auch nicht so unbedingt meine Farben, aber
Muss ja nicht. Man kann ja, farblich ist man ja völlig, ne? Da muss man. Es muss ja nicht sein. Türa, ein Dreieckstuch im Vereilmuster. Hier mit so kleinen Blüten. Das erinnert mich so ein bisschen an verstrickte Kunst. Hier, ne? Erinnert nur. Aber nur erinnert. Also mithalten, glaube ich, kann da keiner. Die kann nicht. Dieses Buch, ne? Ich habe es ja zu Hause stehen. Ei. Nein. Sollte ich jemals die Muße haben und dieses Buch nehmen und mir vornehmen, was rauszustricken, dann werde ich bei ihr das Garn dafür bestellen, weil ich glaube, anders funktioniert das nicht. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, wo ich so ein, also, weil du brauchst ja immer nur, nee, also, das ist ein Kaschmirschal im Mustermix. Und ich werde sie in Natura sehen. Ich weiß gar nicht, ist die denn jetzt in Duisburg auch da? Also in Kassel habe ich gelesen bei den Ausstellern, dass sie auch da ist. Kann ich mir die Dinger mal in Natura ansehen? Oh, ich freue mich. Hier ist er nochmal. Und Lilia, Dreieckstuch im Wellenmuster. Auch schön. Guck. Was haben wir hier? Die Svea, Dreieckstuch mit Hebemaschen und einer breiten Bordüre. Man hat so viele Bücher, wo Tücher drin stehen. Es ist, dann gibt es wieder diese Tücher, die man sich bei Ravelry bestellt, ne? Weil, also jetzt habe ich dann auch noch so überlegt, oh, die zwei von der von Mondlichtgarne. Also ich hoffe, ich möchte ja jetzt erstmal ein bisschen, ne, Geld ausgeben bei diesen beiden Wollfesten. Aber danach, ich mir geschworen, kaufe ich mir das Garn und die Anleitung für die beiden Tücher. Oh, einmal das mit dem Glitzer. Ich habe jetzt letztens in ihrer, in ihrem Podcast hatte sie wieder so schöne Farben. Ne? Und dann sagt mein Mann immer, ich verstehe dich nicht. Färbt dir die doch selbst. Ich sage, das ist nicht das Gleiche. Das kriegst du nicht so hin. Das verstehen die Männer nicht. Ich sag mal, du verstehst das nicht. Das ist von. Nein. Die hat eine ganz andere. Geht nicht. Weiß ich nicht. Jeder, egal wo ich hinkomme, auf jedes Wollfest, ist völlig egal wo, jeder hat andere. Was. Ich meine, okay, es gibt Basen, da ist wirklich, da kannst du auch nicht viel mit den Farben oder so, aber es ist so der Geschmack der Person und dieses ganze, also das ganze drumherum, also deswegen, ich muss diese Wolle haben, fertig. Diskutiere ich doch gar nicht. Guck mal, und die Stina, das ist eins meiner Lieblingstücher. Das ist genau meins. Schön groß, weil ich bin ja sowieso, ne? Und dann, guck hier, mit dieser tollen Bordüre, das gefällt mir so gut, echt. Hier. Oh, das ist mein. Oder Tuli. Tuli finde ich auch schön. Das ist das Tuch, was ich euch vorhin gezeigt habe, was als erstes vorne so im Vorwort mitstand. Hier. Das mag ich auch ganz. Es gibt ja. Aber dafür würde ich mir jetzt meine Wolle, glaube ich, selber färben. Echt schön. Ja. Und auch Elif. Elif ist auch ein richtig schönes mit verschiedenen Mustern. Gefällt mir auch außerordentlich. Ich sage ja, das sind Dinge. Die mir wirklich, warte mal, gibt es hier noch ein anderes? Nee, da muss ich das zeigen. Oh, wirklich schön. Also Wellenmuster, Hebemaschenmuster, daraus
Mustermix Stola Kari. Okay. Er ist immer noch da. Okay, naja, ja, nicht ganz so meins. Auch dieses hier, dieses zarte Lace Stola mit diesem Loch, das sieht mir so gehäkelt aus, obwohl es gestrickt ist, ne? Das ist nicht meins. Da bin ich jetzt nicht so von begeistert. Aber dann ist die Nora wieder da. Das erinnert mich so ein bisschen an diese Mosaiktücher. Deswegen fällt das bei mir auch durch. Ja, ist komisch, ne? So. Dreieckstuch mit Patentmaschen und kleinen Zöpfen. Das ist dieses hier. Ja. Und die Tess Zarte Lace Stola, die finde ich wieder schön. Nicht nur wegen der Farbe, sondern auch wegen dem Muster. Ja. Dann haben wir hier noch die Saga, dreifarbige Schulterplate. Ja. Und dann steht es, glaube ich, nochmal, jawohl, auf diesen Seiten hier. Ja, auch nicht schlecht, oder? So, Eline, halbrundes Tuch mit Noppen. Boah, Noppen fällt bei mir dann auch wieder raus. Und dann haben wir Alva. Und Alva ist auch wieder so ein schönes, klassisches Tuch, was ich richtig schick finde. Ja. Und Alex, Mustermix Dreieckstuch in Kiel. Schönes Gelb. Da ist es nochmal. Ja. Also stehen schon einige Anleitungen drin. Laves, breites Tola in einem Ajour-Mix. Mag ich auch. Laves. Ja. So, hier ist es nochmal abgebildet. Und das war's. Dann kommt noch das Nachbord hier. Warte. Ja, weitere tolle Bücher und Impressum. Und das war's. Es sind 128 Seiten Hardcover. Für 20 Euro habe ich das geschossen. Aber das ist auch schon bestimmt 2 Jahre her, dass ich mir das gekauft habe. Ja. Mhm. Es war zu der Zeit, ja, des großen C. Da habe ich ganz viele Bücher gekauft. Im Internet, bei Weltbild, bei Amazon, weil, ne, es war langweilig. Ja, so, jetzt sind wir durch, ne? Wir haben fast eine Stunde, hätte ich echt nicht mit gerechnet. Ich habe gedacht, naja, bei dem bisschen, was ich gemacht habe hier, da bist du dann vielleicht mit 30, 40 Minuten bist du durch. Ja, naja, haben wir doch eine gute Stunde gebraucht. Ja, was soll ich sagen? Ich werde jetzt aufspülen. Ich muss noch aufspülen. Dann werde ich die Terrassentür sperrangelweit aufmachen und werde mich da, weil draußen, ich habe die Sonnenschirme schon mit nach Hause genommen, weil, ne, die werde ich zum Sommerfest nochmal, bringt mein Mann die nochmal her. Aber wir wollten sie jetzt auch nicht noch einen Winter hier draußen lassen und haben die mit nach Hause genommen. Ja. Und deswegen habe ich keinen Sonnenschutz, deswegen werde ich nur die Terrassentüren, das sind ja so Flügeltüren, und da setze ich mich dann einfach mit meinem Stuhl, da bin ich ja auch draußen quasi, ne, davor. Da bin ich ja zur Hälfte, eigentlich ist man, wenn die Türen offen sind, dann ist ja die ganze Wand auch, fast die ganze Wand, dann sitzt du so wie draußen und genieße das ein bisschen. Ja, werde mir meinen Mittag machen jetzt gleich. Jetzt kommt noch der Postbote.
Ich kriege noch ein Rezensionsexemplar und ich muss noch Bücher bestellen, aber das wollte ich erst im Ende Juni, dass ich sprich Sommerfest hier alles voll habe wieder an Büchern. Die Neuheiten und so ist schon wieder alles weg. Ja. Gut, dann will ich das mal machen, ne? Dann will ich mich jetzt mal an mein Mittagessen begeben und mich ein bisschen strickend nach draußen bzw. vor die Terrassentür setzen. Ja. Euch wünsche ich alles Gute. Ja, bleibt mir schön gesund, strickt was Schönes und genießt die Sonne auf der Terrasse, im Garten, unterwegs, wo ihr gerade seid, selbst auf der Arbeit. Ja, das ist dann immer, wie gesagt, ne? Aber morgen habe ich frei. Und morgen haben wir nochmal 26 Grad, bevor es am Donnerstag dann Gewitter geben soll. Aber wir sind ja immer, also wir liegen hier ja irgendwie, weiß ich nicht, hier in dieser Ostwestfalen-Mulde hier, da kommt nichts. Das zieht immer so Paderborn-Münster an uns vorbei. Wir haben eigentlich immer Glück. Ja, so die schweren Sachen oder so, da. Toi, 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 ne? Also man will es ja nicht beschreien. Und da denke ich mir mal, da habe ich morgen erstmal noch einen richtig schönen Tag. Und dann hoffe ich, dass Pfingsten auch noch schönes Wetter ist. Am Samstag muss es jetzt nicht so brüllend heiß sein. Da würden mir auch 20 Grad reichen. So eine Freitagsgewitterabkühlung und samstags dann hinfahren und sonntags sollte dann wieder die Sonne. Ja, das ist Wunschdenken, ne? Aber so stelle ich mir das schön vor. Weil wenn es zu warm ist, oh Gott, ne? Das ist dann auch nicht so. Ja, gut. Ich würde sagen, vielleicht sehe ich ja auch den einen oder anderen von euch am Wochenende. Dann haben wir ja auch Pfingsten. Dann haben wir Freimontag. Also da ist der Mai ja ein super Monat, ne? Da ist so viel frei, ist richtig herrlich. Ja, so, genug gequatscht. Macht es gut. Wir sehen uns nächsten Dienstag mit dem Bericht vom Wollfest. Ja, freue ich mich auch schon drauf. Und dann wird es eine Woche, das werde ich euch dann aber sagen, wird es einen Dienstag keinen Podcast geben, da wird eine Woche ausgesetzt. Ja, aber das erzähle ich euch dann das nächste Mal, warum, wieso und was wir dann machen stattdessen oder überhaupt und alles. Macht es gut, ja, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns nächsten Dienstag. Bis dahin, tschüss.